meine alten LED-Taschenlampen sind kaputt, das sind müde Funzeln geworden, kaufst du dir neue. Klar, schön. Sehr hell mit Zoom und was weiß ich nicht alles. Das hat aber nicht aufgepasst. Nachdem die da waren, irgendwo in der Beschreibung stand was mit AA-Batterien und so, habe ich gedacht, naja, fein. Dann kamen die und dann brauchen die solche Apparate hier. Das sind 18650 ist die Bezeichnung für diese Akkus, die da reinkommen. Hatte ich nicht. Also, geguckt im Internet, Taschenlampe wurde natürlich ohne geliefert und habe sie auch gefunden. Gleich mit Ladegerät, denn Lithium-Ionen-Akku 3,7 Volt muss man ein spezielles Ladegerät haben. Kam auch schnell. War irre preiswert. Hat mit zwei Akkus unter 10 Euro gekostet. Habe ich gedacht, fein, toll. Und dann habe ich das Ladegerät genommen, habe es in die Steckdose gesteckt und habe mir fast die Pfoten verbrannt. Es hat geknallt, sehr laut und sehr deutlich. Und dann habe ich hier das Ding mal auseinandergenommen und habe da reingeguckt. Und wenn ich mir das hier ansehe, da sieht man noch den Brandfleck, die Brandstelle. Dieses Akku-Ladegerät ist eigentlich nur Schrott. Das ist noch weniger wert, als es gekostet hat. Das sieht zwar irgendwo gut und sauber aus, aber wir haben keine vernünftige Trennung zwischen der Netzseite und zwischen der Niederspannung. Ich habe, nachdem es geknallt hat, mir das mal angesehen und habe gedacht, das kann so nicht sein. Dann habe ich mir noch eins bestellt. Nee, ich habe mir noch mehr bestellt. Ich habe mir zwei bestellt. Habe gedacht, mal sehen. Die hier sehen so ein bisschen anders aus. Vielleicht sind die ja besser aufgebaut. Auseinandergepflückt und da reingeguckt. Und da ist mir auch fast schlecht geworden. Hier haben wir optisch schon mal eine kleine Trennung zwischen der Primärseite und der Sekundärseite. Aber wenn ich hier unterhalb dieses blauen Kabels mir das ansehe, da ist so eine Mäanderstruktur, das so ein bisschen geschlängelt ist. Das ist die Sicherung. Die sind zu faul oder zu geizig, eine richtige Sicherung einzubauen. Und wenn man jetzt hier irgendwo einen Kurzschluss hat, so wie das andere, und dann passiert Folgendes und dann brennt diese Leiterbahn weg. Und wenn Sie Pech haben, brennt die Leiterbahn nicht nur weg, sondern auch die Platine weiter. Einfach nur billiger Schrott und Scheiß. Ich habe mir noch mehr angesehen. Das hier, das habe ich jetzt nicht auseinandergenommen. Ich habe zwar mal reingeguckt, ist genauso billig und primitiv aufgebaut. Habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich muss ja die Akkus aufladen. Jetzt habe ich schöne neue Taschenlampen und kann sie nicht aufladen. Ist ja irgendwo blödsinnig. Also habe ich mir auf die Suche gemacht, die richtigen Ladegeräte, die es dafür gibt, für diese Akkus, die sind deutlich teurer. Aber, so, Taschenlampen, die können auch deutlich mehr. Die laden deutlich schneller, die analysieren die aktuelle Ladung. Wenn ich jetzt hier einen neuen Akku dazulege, da können Sie sehen, Moment, der wird automatisch erkannt und wird dann angezeigt, wie hoch seine Spannung ist. Der Ladestrom wird angezeigt. Es wird symbolisch angezeigt, ob er voll ist und wenn ja, wie lange ungefähr. Es dauert bis, nee, wenn er voll ist, wird das angezeigt. Wenn alle voll sind, wird das auch signalisiert. Also ein richtig schönes Ladegerät. Allerdings auch wieder mit Anschluss für 230 Volt. Der ist aber abnehmbar. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil, aber auch kein Nachteil. Und ich habe hier einen 12-Volt-Anschluss. Das heißt, ich kann dieses Teil durchaus an 12 Volt betreiben. Wenn ich da zum Beispiel einen solchen Adapter für mein Auto habe, dann kann ich meine Akkus auch im Auto aufladen, indem ich eben diesen Eingang benutze. So, mit den gemachten Erfahrungen von diesem billigen Schrott, ja, habe ich gedacht, jetzt musst du das mal auseinandernehmen, nachdem es mir gefallen hat. Es hat wehgetan, weil so ein Teil kostet über 40 Euro, wenn man es preiswert bekommt. Bei der elektronischen Bucht habe ich einen Händler in Sachsen gefunden, in Chemnitz, der hat es recht preiswert gehabt. So, also, auseinandergepflückt, so sieht die Platine aus. Sehr sauber, sehr ordentlich aufgebaut von der Struktur her. Und wenn wir jetzt hier drauf sehen, von hier aus können Sie es noch nicht so genau erkennen, da haben wir hier den Teil für die Hochspannung. Und hier, das ist ein Schaltnetzteil, danach geht es dann weiter mit Niederspannung. Und die sind auch, wie wir hier sehen, getrennt.
Da sind auch, wie das üblich ist und sein sollte, Schlitze in der Platine, damit auch nicht irgendwo etwas überspringen kann. Der Funke, zu dem Ladegerät sollte schon überspringen, aber nicht auf der Platine. So, und da kann man sehen, also das Ladegerät hier halte ich für elektrisch sicher. Die anderen billigen Dinger, die Sie für 5 bis 10 Euro bekommen mit Akkus, sind einfach nur gefährlich. Sie sollten solche Teile nicht allein irgendwo stehen lassen. Wenn Sie sowas haben, tun Sie sich den Gefallen, tun Sie mir den Gefallen, wir brauchen ja Sie als Zuschauer, treten Sie das Ding in die Tonne, Sondermüll oder irgend so etwas. Und kaufen Sie sich eins, auch wenn es teurer ist, auch wenn es mehr kostet. Es muss ja nicht eins mit Display sein, was gleich 40 Euro kostet. Das von dem gleichen Hersteller gibt es auch noch so etwas hier. Gleiche Technologie, gleiche Gerät, ebenfalls mit 230 Volt Anschluss und mit 12 Volt Anschluss. Für zwei Ladeschächte, da sind Leuchtdioden drin, die mir den Ladezustand anzeigen, wo ich auch gut erkennen kann, ob ich den Akku voll habe und wieder rausnehmen kann. Und dieses Teil kostet nur ein bisschen mehr als 20, ich glaube 22 Euro habe ich dafür bezahlt. Also, Ladegeräte, die helfen das Leben verlängern, beziehungsweise andere helfen, ihre Bude abzufackeln, wenn sie renovieren müssen. Nee, das war nicht ernst gemeint. Meine Bitte, kaufen Sie keinen billigen Schrott. Gerade da, alles, was mit 230 Volt zu tun hat, muss extrem sicher sein. Wenn Sie so ein billiges kaufen, was nur an 12 Volt angeschlossen wird, da würde ich noch sagen, kann man ein Auge zudrücken. Das ist nicht ganz so schlimm, aber sobald es um 230 Volt, um Netzspannung geht, dann hört der Spaß auf. So, und dann fängt aber der Spaß wieder an mit diesen neuen Taschenlampen. Die sind ja nur wirklich schön. Haben Zoom, gehen ganz schön weit und fressen Akkus wie irre.